Hallo Freunde der DJI Mini 3 Pro. Was habe ich denn da wieder gekauft? Ja, das sind die neuen Flüsterpropeller von der Firma Master Airscrew und die probieren wir mal aus. Ja, so schauen sie aus. Ich habe die Farbe grün gewählt. Warum weiß ich auch nicht genau. Politische Gründe hat es jedenfalls nicht. Ja, und die werden wir dann mal austauschen. Ich werde erstmal die Drohne ganz normal fliegen lassen und dann schraube ich die von Master Airscrew ran, die Propeller, und dann vergleichen wir mal die Lautstärke, weil die sollen ja deutlich leiser sein. Ich hatte die damals für die Mini 2 auch gekauft. Da hatte ich auch einen Test gemacht mit Dezibel-Mess-App am Smartphone. Minimaler Unterschied war zu merken, aber ja, viele haben auch gesagt, also man hört es eigentlich nicht. Ich dachte, ich werde es mal dann so zusammenschneiden, dass man das gut unterscheiden kann, so mit 40 cm Abstand zur Drohne. Und dann lasse ich es ein paar Mal hin und her swippen, das Video, und dann schauen wir mal, ob sie wirklich leiser sind. Ja, wenn mir die gefallen, dann lasse ich die dran. Ist ein anderes Material. Ja, also das ist irgendwie, keine Ahnung, anderes Plastik. Das hier, weiß nicht, ob das, sind das Carbonfasern, die Original. Auf alle Fälle haben die auch so eine hochgezogenen Enden, wie man auch in der Luftfahrt das sieht, so beim A340 und A350. Die haben, glaube ich, auch solche Flügelenden. Die sorgen wohl dafür, dass der Auftrieb größer ist. Ja, warum DJI sowas noch nicht direkt angebaut hat, keine Ahnung. Aber die haben ja dafür diesen Propeller-Endschutz hier gegen Beschädigung. Ist hier jetzt nicht dran, aber von der Größe her ist kein großer Unterschied, aber die Form ist halt ein bisschen anders. Naja, schauen wir mal. Probieren wir es mal aus. So, auf geht's. So, dann schrauben wir mal die anderen Propeller ran. So, jetzt kommen die grünen Propeller von Master Airscrew. Tja, ich kann es noch nicht so genau sagen. Ich muss das erstmal am PC zusammenschneiden und dann werden wir den Lautstärkeunterschied hören oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber so rein subjektiv, ein bisschen leiser könnte es sein. Mal schauen. Ja, ich weiß auch nicht so recht, ob ich enttäuscht sein soll oder begeistert oder was auch immer. Ja, so richtig ein Unterschied war eigentlich nicht zu hören. Das erinnert mich schon ein bisschen an das, was ich mit der Mini 2 erlebt habe. Ja, die Propeller sollen auch eine längere Flugzeit bringen. Ja, wie viel wird leider auch nicht angegeben vom Hersteller. Ich weiß nicht, ob ich da einen Test zumachen sollte oder ob ich mir den Spaß lieber erspare, weil ich vermute mal, es wird nicht allzu viel großer Unterschied rauskommen. Möglicherweise ist da vielleicht eine verlängerte Flugzeit von 20, 30 Sekunden drin durch die aerodynamische Form der Propeller. Aber ansonsten, naja, gut, es sind bloß ein paar Dollar, die man bezahlt, aber Importzoll hat, glaube ich, das Dreifache gekostet des Preises. Von daher kann man sich den Spaß, glaube ich, auch eigentlich sparen. Naja, also ich werde sie nicht nochmal kaufen, für die Mini 4 bestimmt nicht.